Moin liebe Leute und damit ein herzliches Willkommen. Mein Name ist Robin LP, wir befinden uns hier in Five Nights at Freddy's und wie ihr vielleicht alle wisst, in Folge 1, 2 und 3 habe ich über die Afghanistan-Krise gesprochen und hab kurz mal meine Meinung dazu gesagt, was ich davon halte, wie ich darüber denke und ab Folge 2, also in Folge 2 und 3, haben wir ausführlich, beziehungsweise habe ich ausführlich über einen Lösungsvorschlag nachgedacht und ihn euch mitgeteilt. Und da habe ich euch ja gefragt, wie eure Meinung zu diesem Vorschlag ist, was ihr darüber denkt. Und ja, könnt ihr mir alles in die Kommentare schreiben. Allerdings heute möchte ich weniger über Afghanistan sprechen, beziehungsweise gar nicht, weil ich dieses Thema ja gestern quasi abgehakt habe. Und ich möchte dafür heute ein bisschen mehr auf das Gameplay eingehen und mich ja auch mehr darauf konzentrieren. Weil, wie alle wisst, die fünfte Nacht ist nicht ohne in Five Nights at Freddy's 1. Ich, vielleicht habt ihr es schon im Hauptmenü gesehen, habt aber trotzdem tatsächlich bis zur siebten Nacht geschafft, also bis zur Custom Night. Und natürlich werden wir diese auch spielen. Und mit etwas Glück, mit etwas Glück schaffen wir das dann auch. Weil die Custom Night, die ist dann schon ziemlich, ziemlich schwer. Und ich glaube auch, dass wir ziemlich oft hier sterben werden. Entweder durch den Kollegen Foxy oder durch Freddy, weil Freddy hat man immer so schwer im Blick. Und okay, wir sind tot. Ja. Wir haben es noch nicht mal bis zur Hälfte geschafft. Na gut, okay. Soll auch mal vorkommen. Ich werde dieses Video wahrscheinlich heute nicht ganz so lang führen. Also keine 15 Minuten oder so. Also vielleicht so drei Anläufe, wenn wir jetzt noch zweimal sterben sollten, dann ist das Video hier auch vorbei, weil die anderen Videos waren ja alle nur so lang, weil wir die ganze Zeit halt, ja, weil ich euch halt über Afghanistan erzählt habe und mich halt nicht so auf das Gameplay konzentrieren konnte und ja, und eine Nacht geht ja auch schon so ein bisschen, also ich glaube so 9 Minuten oder so ging das jetzt alles und Ich hoffe, dass es euch überhaupt gefallen hat. Ihr könnt mir gerne eine Bewertung da lassen, positiv oder negativ. Und einen Kommentar. Ein Kommentar wäre ganz schön, weil dann kann ich auch so ein bisschen einschätzen, hat es euch gefallen, hat es euch nicht gefallen. Ich habe auch mit ein paar Anmerkungen hier gearbeitet in den ganzen Videos hier, weil und wahrscheinlich ist die Ente auch schon wieder hier. Ich habe auch mit ganzen Anmerkungen gearbeitet, um das hier ein bisschen, um alles, was ich im Video nicht erklärt habe, das nochmal nebenbei zu erklären, weil ich bin jetzt auch nicht so affin, was das Rendern beziehungsweise was das, wie man die Stimme aus dem Off zum Beispiel einfügt. Also wie man zum Beispiel im Nachhinein noch was erklären kann. Und das habe ich dann halt mit Anmerkungen gemacht. Ich hoffe, das war nicht ganz so schlimm. Und ich hoffe auch, dass ich den größten Teil dieses doch sehr den größten Teil dieses Themas abgedeckt habe.
Und jetzt haben wir, glaube ich, ein Problem. Okay, die ist weg. Okay, sie ist wieder da. Ich hoffe, dass ich hier den größten Teil dieses doch sehr ernsten Themas und sehr heiklen Themas abgedeckt habe. Mit meinen Erklärungen. Und ich hoffe auch, dass ich denen, die noch nicht so viel darüber wussten, gut, ich wusste jetzt auch nicht so viel darüber, doch vielleicht so ein bisschen was darüber zu erzählen konnte. Und ich hoffe auch, dass ihr, ich sag mal, was da so gelernt habt. Also ich kann ja sowas, lernt man ja nicht mal so nebenbei im Geschichtsunterricht in der Schule, weil da lernt ihr mehr über die Geschichte von Deutschland, da geht es ja weniger um Afghanistan. Warum verzieht er sich eigentlich nicht? Das ist gerade ein bisschen weird. Da ging es ja, im Geschichtsunterricht in der Schule geht es ja weniger um Afghanistan, da geht es ja mehr so um den Ersten und Zweiten Weltkrieg, wie ist das alles zustande gekommen? Und um die alten Römer und um die Ägypter und was weiß ich alles. Also alles, ich sag mal alles, was man eigentlich nicht wirklich wissen muss, weil die alten Römer, das ist ja schon ein paar hundert Jahre her. Deshalb verstehe ich auch nicht, warum man darüber so viel wissen muss, dass man darüber gleich ein ganzes Jahr im Geschichtsunterricht darüber quatschen kann. Also, ich bin gerade ein bisschen konzentriert, weil es ja jetzt auch schon wieder L2 ist. Aber wir müssen auch schon so viertel vor drei oder so haben. Oder kurz vor drei, weil mit dem Strom, das geht sich irgendwie gerade nicht so aus. 70% und 2 Uhr, das ist schon ein bisschen, okay, jetzt haben wir gerade mal 3. Im Test vorhin, als ich aufgenommen habe, beziehungsweise was heißt im Test, das war die erste Aufnahme, die ich eigentlich machen wollte. Allerdings hatte sich da mein Antivirenprogramm gemeldet und da pausiert sich das Spiel nicht. Und das ist dann schon so ein bisschen nervig. Und da hatte mich dann Bonnie, glaube ich, hatte mich dann erwischt. Allerdings habe ich ja gesagt, komm, die Aufnahme ist scheiße gewesen. Also im Sinne von halt, dass man da erstmal das ganze Spiel stehen geblieben ist, bis ich erstmal das gestartet habe und dann ist der erste kurze Spiel abgeschmiert und ich hatte auch gedacht, dass da die Aufnahme abgebrochen ist. Weil ich bin mir nicht ganz sicher, wie das bei Flapped jetzt so genau ist. Also wie das ja bei Flapped ist, wenn das Spiel beendet wird, ist da sich auch die Aufnahme beendet. Und das wusste ich nicht so genau. Und deshalb, ja, wahrscheinlich fällt er schon weg. Wo ist er? Da hinten. Okay, gut. Muss jetzt auf die Cam 1B und 1C achten. Also 1B wegen Freddy. Und 1C wegen Foxy. Und da ist der Hase ist weg. Leute, jetzt wird's hier ein bisschen. Die Ente ist aber nicht da. 21% und 4 Uhr. Wir müssen das Viertel nach 4 haben. Also das wird verdammt knapp. Es wird richtig knapp. Okay, da ist die Ente aber. Ach so, zu verdammt. Mein Gott. Okay. Es wird richtig knapp, 15% und 4 am. Also wir müssen jetzt dringend Glück haben, dass wir das hier schaffen.
Oder einfach darauf achten, oder einfach darauf hoffen, dass ihr die Leute nicht so oft vor der, Okay, Bonnie scheint... Okay, er ist in der Cam, 1, Cam 5. Und auch, Okay, jetzt haben wir 5. Wenn wir ganz viel Glück haben, dann schaffen wir es jetzt. Okay. 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 Foxy, bitte, 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 Foxy, bitte, Foxy, bitte. Bitte, Foxy. Please, Foxy, no. Let me alive. Ich glaube, wir haben verkackt. Okay, da haben wir Freddy. Hi. Komm, bitte 6. Es war aber auch schon eine Zeit lang, es war bestimmt schon 5-6 oder so. Das ist immer gut, ihr kommt so auf. Ey Leute, schaffen wir das noch? Schaffen wir das noch? Schaffen wir das noch? Glaubt ihr, dass wir das... Schreibt mir in die Kommentare, glaubt ihr, dass wir das noch schaffen? Ach, fuck. Mann. Es war so knapp, es war so knapp. Okay Leute, das ging dann doch ein bisschen länger als ich dachte. Ich würde sagen, wir beenden den Part hier und morgen geht's dann weiter am 5. Part und mit der 5. Nacht von Five Nights at Freddy's. Wir versuchen das Ganze nochmal und ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns, bis dann und auf Wiedersehen.